Würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere heute frontal mit dem Kopf auf die Tastatur geprallt ist, vor lauter Langeweile, denn es ist wieder mal so heute, dass die Umsätze minimal sind an der Wall Street. Es bewegt sich nicht allzu viel. Wir sehen nach wie vor, naja, eine positive Seitwärtstendenz an den Aktienmärkten. Da tut sich nicht viel, kaum Volumen. Es ist irgendwie so ein bisschen eine Frühlingsmüdigkeit, vielleicht auch zusammenhängt mit dem Feiertag am Montag in den USA, Memorial Day. Also es ist so ein bisschen schwer zu ertragen und macht es mir, der so ein bisschen versucht, Berichterstattung zu machen, nicht gerade einfach. Aber ein sticht heute heraus, nämlich der gute alte Dow Jones Industrial Average. Der hat heute seinen 125. Geburtstag, denn heute vor 125 Jahren, am 26. Mai 1896, hat der Börsenjournalist Charles Dow diesen Dow Jones Industrial Average das erste Mal berechnet. Dieser Index sollte so ein bisschen das Spiegelbild der amerikanischen Wirtschaft sein. Ob er das nach wie vor ist, kann man durchaus in Frage stellen, aber vor allem ist es ein etwas schwieriger Index. Warum, will ich gleich zeigen. Jedenfalls sehen wir hier, naja, das ist eine Erfolgsgeschichte, vielleicht auch eine Inflationsgeschichte. Assetpreise gehen nach oben. Wir sehen hier in diesem Chart diesen kleinen Piekser nach unten. Das war der Corona-Crash, ein etwas größerer Piekser nach unten. Das ist die Weltwirtschaftskrise und der Einbruch der Aktienmärkte. Aber ansonsten ist das eigentlich mehr oder weniger immer nach oben gerichtet. Zumal jetzt in letzter Zeit, seit der Finanzkrise spätestens, die Notenbanken hier letztendlich eine Art Subvention betreiben für die Assetpreise. Was soll schon schief gehen? Wir sehen hier Charles Dow, der dann auch die Dow-Theorie erfunden hat. Dow Jones Transports in Relation zum Dow Jones Industrials. Also die Theorie, dass die Transportunternehmen eine Art Frühindikator sind, wie es mit der Wirtschaft aussieht. Ja, und das hat diesmal auch geklappt. Wir sehen nämlich, dass dieser Dow Jones Transports, also da sind Fluglinien drin, Eisenbahnlinien etc., dass der sehr viel früher schon nach oben gegangen ist als der Dow Jones Industrial. Und wir sehen aber auch, dass dieser Dow Jones Transports jetzt Schwierigkeiten hat. Das läuft nicht mehr so. Da ist also so ein bisschen der Wurm drin. Vielleicht auch eine Frühindikation dafür, dass eben so ein bisschen das Allerbeste abgefrühstückt ist, sowohl an den Aktienmärkten einerseits als eben auch vielleicht in der Wirtschaft andererseits. Denn die Konjunkturdaten, ich hatte es mehrfach erwähnt, die haben zuletzt enttäuscht. Insgesamt ist das ein Index, auf den sich die Medien stürzen, nämlich der Dow Jones Industrial Average. Aber ich will Ihnen hier mal Folgendes zeigen, und das ist meine Schwierigkeit, die ich mit diesem Index habe. Wir haben hier zum Beispiel eine Apple, deren Kurs bei 127 steht. Apple hat eine Marktkapitalisierung von über 2,1 Billionen. Jetzt ist es aber so, dass beim Dow Jones eben die Berechnung nominal erfolgt. Das heißt, eine Aktie, die 200 Dollar kostet, ist doppelt so stark gewichtet wie eine Aktie, die 100 Dollar kostet, auch wenn vielleicht ihre Marktkapitalisierung viel geringer ist, nämlich das Unternehmen, das 200 Dollar kostet, als das Unternehmen, das 100 Dollar kostet. Und das kann man praktisch beispielhaft zeigen anhand von Apple. Wie gesagt, 2,1 Billionen Marktkapitalisierung, Kursstand um und bei 127 Dollar. Und United Health, ein großes Versicherungsunternehmen, das aber gleichwohl nur 387 Milliarden Marktkapitalisierung hat. Also um und bei ein Fünftel dessen, was Apple auf die Waage bringt. Aber der Kurs steht bei 414 Dollar um und bei. Das heißt, es ist ungefähr das dreieinhalbfache gewichtet. Das heißt, wenn United Health sich bewegt oder 1% zulegt, dann ist das der dreieinhalbfache Effekt, als würde Apple 1% zulegen oder eben fallen, je nachdem. Und das verzerrt natürlich diese ganze Geschichte. Da muss ich fast schon gucken, naja, was machen die Unternehmen, die nominal teuer sind, also die einen hohen Aktienkurs haben, wie United Health 413, das ist nominal der höchste Kurs, dementsprechend die stärkste Gewichtung. Walgreens zum Beispiel kostet so um und bei 51 Dollar, hat die geringste Gewichtung, ist aber von der Marktkapitalisierung vergleichbar mit United Health. Also das hat dann praktisch ein Achtel an Indexgewichtung, ist aber eigentlich bei der gleichen Marktkapitalisierung. All das zeigt, dass das irgendwie alles schräg ist, dass das so ein bisschen antiquiert ist. Ja, wir sehen hier noch Teile der
wirklichen amerikanischen Wirtschaft abgebildet, insofern eine gewisse Repräsentanz dieser amerikanischen Wirtschaft, aber die Berechnung des Index ist Bullshit, auf Deutsch gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, denn da ist schlichtweg die Verzerrung durch diese nominale Zählweise schlichtweg zu groß. Ja, es ist wenig los an den Märkten. Wie gesagt, Frühjahrsmüdigkeit, was auch immer. Es fehlen vielleicht auch wichtige Daten. Wir hatten in letzter Zeit den Fed-Speaker und jemand, der sehr stark auf den Dow Jones immer geguckt hat. Das war unser Sid Donald. Ja, Sid Donald. Ja, das ist lange her, dass seine Tweets die Märkte bewegt haben. Und diese Tweets, die handelten fast immer vom Dow Jones. Nicht vom S&P, nicht vom Nasdaq, sondern immer Dow Jones, Dow Jones. Da hat der Donald sozusagen diese leicht veraltete Sichtweise da weitergegeben. Heute jetzt die Nachricht, dass China einige Lieferungen, einige Importe, zum Beispiel von Corn, also Mais, oder andere Lieferungen von den USA erstmal einstellen wird, die im Rahmen des Handelsdeals zwischen Xi Jinping und Donald Trump vereinbart wurden. Also faktisch hat man jetzt mehr oder weniger diesen Handelsdeal zu Grabe getragen, könnte man sagen. Und erinnern wir uns, was war da an den Märkten los? Der S&P 500, der hat so viele Punkte immer wieder gewonnen durch Hoffnungen auf den Deal. Dann kam der Deal, hurra, hurra, und es stellt sich raus, es ist ein absoluter Rohrkrepierer, wie es vielleicht so manches, was Donald angefasst hat. Aber das ist Polemik, meine Damen und Herren. Jedenfalls sehen wir, wie manche große Themen dann, die lange gespielt werden, die lange dominant sind an den Börsen, plötzlich verpuffen. Derzeit ist das große Thema Inflation. Vielleicht wird auch das wieder verpuffen. Ist das große Thema dann Tapering, also das Umsteuern der Notenbanken, die Reduzierung, das bedeutet Tapering der Anleihekäufe in Richtung Null, also der Ausstieg aus der ultralaxen Geldpolitik, dem die Aktienmärkte ja diesen fulminanten Anstieg denn auch verdanken. China, nochmal hier das Stichwort, will weiter oder hat heute nochmal bekräftigt, jetzt gegen Rohstoffspekulationen vorzugehen. Jetzt sind die staatlichen Banken angewiesen worden, Commodity-Linked Investments auszusetzen, also irgendwelche Produkte nicht mehr anzubieten an Privatkunden, die mit Rohstoffen zu tun haben. Ist jetzt sozusagen ein weiterer Schritt des Kampfes Chinas gegen eben die Rohstoffhosse, die wir derzeit sehen. Und das passiert in einer Situation, wo eben diese Rohstoffe so überkauft sind wie seit den 1970er Jahren nicht mehr. Wir sehen hier eine absolute Abweichung, Standardabweichung, die hier der Fall ist. Also das ist ein bisschen heiß gelaufen und die Frage ist, kann China hier wirklich diese Hosse stoppen bei Rohstoffen? Ja, vielleicht nicht alleine, aber es dürfte schon ein Faktor sein. Man ist nach wie vor ein großer Nachfrager, aber vielleicht nicht mehr der ganz große Nachfrager im Vergleich zu früher, wenn jetzt dieses Infrastrukturprogramm kommen sollte von Joe Biden. Da ist allerdings noch ein weiter Weg dahin. Dann könnten durchaus die USA hier konkurrieren. Aber sei es drum, weiter im Text mit China. Jetzt hat die innere Mongolei nochmal klar gemacht, wir verbieten alles, was mit Digital Currency Mining zu tun hat. Also vor allem Bitcoin Mining wird hier verboten. Auch das ein weiterer Schritt nach den vielen Schritten, die China schon unternommen hat, um hier diese ganze Krypto-Geschichte ein bisschen einzudämmen. Eines der Argumente sei ja, das ist schmutzige Energie. Eines der Argumente Chinas, schmutzige Energie, Kohleenergie. Deswegen sei das nicht gut, weil eben dieses Bitcoin-Mining vor allem in Provinzen passiere, wo eben schmutzige Kohlekraftwerke den Strom dazu liefern. Jetzt sehen wir aber hier diese Statistik, die zeigt, dass wir jetzt eine der höchsten Steigerungsraten an CO2-Emissionen durch Kohle haben, durch China. Also da wird richtig Gas gegeben, die Pumpen in die Luft, was gerade so geht. Vielleicht ist da ein Zusammenhang zwischen dieser Grafik und eben diesen Bitcoin-Mining-Aktivitäten in China, die jetzt doch deutlich gestoppt oder eingegrenzt werden soll. Der Iran übrigens hat heute gesagt, ja, wir werden auch dieses Crypto-Mining verbieten, denn wir haben hin und wieder mal Stromausfälle und das hat auch damit zu tun, dass die Bitcoin-Miner, die in Iran gar nicht selten sind, Blocktrainer, mit dem ich ein Gespräch geführt hatte, hat ja gesagt, ja, also der Iran bezahlt teilweise die Krypto-Miner, damit sie minen können, dazu kriegen sie den Strom geschenkt, müssen aber dann
die Früchte sozusagen teilen mit dem Staat. Jetzt scheint man von dieser Richtung abgekommen zu sein, weil man schlichtweg zu wenig Strom hat, wie es aussieht. Zumindest will man Strom sparen, weil man eben diesen nicht für Bitcoin-Mining oder Krypto-Minings insgesamt verwendet sehen. Das ist eine interessante Wendung aus dem Iran. Insgesamt Krypto, wir sehen heute zunächst eine Erholung bei Bitcoin über 40.000, dann aber doch wieder unter 39.000 gefallen, wo, glaube ich, der Kurs jetzt aktuell steht. Und JP Morgan sagt, erinnert so ein bisschen, was den Abverkauf jetzt betrifft, an das Jahr 2018 und den sogenannten Kryptowinter. Damals ja auch die Märkte gut und deutlich gestiegen, sogar noch deutlicher in Prozent, klar, weil da die Kurse auch noch deutlich niedriger waren. Aber der Abverkauf, die Struktur des Abverkaufs ist relativ ähnlich und es kam dann nochmal eine zweite Welle. Vielleicht sehen wir im Kryptobereich dann nochmal eine zweite Welle nach unten. Die Zeit wird es zeigen. Jedenfalls sehen wir, dass dieser Schwung nach oben, dass jetzt plötzlich wieder eine Hosse da ist, dass mal locker über 45.000 gesprungen wird bei Bitcoin oder sogar vielleicht die 3.000er Marke bei Ether. Das sehen wir derzeit nicht. Da ist schon irgendwo eine Handbremse drin. Keine Handbremse drin ist jetzt bei den sogenannten Meme-Aktien, also GameStop, AMC, wie sie alle heißen. Wenn Krypto scheinbar so ein bisschen out ist, dann ist Meme wieder in. Wir sehen einen Short Squeeze wahrscheinlich. GameStop, weitere 17% heute gestiegen auf 246 Dollar. AMC Entertainment auf 19 Dollar. Na gut, alles kehrt wieder und geht wieder. Und so ist es auch mit diesen Meme-Stocks. Die werden jetzt nochmal gepusht. Möglicherweise jetzt zum Monatsende hin irgendwelche Squeezes, die hier passieren. Bei AMC die Shortquote nach wie vor relativ hoch. Also da ist vielleicht Potenzial, um dem einen oder anderen Hedgefund weh zu tun. Wenn wir das größere Bild uns anschauen, dann sehen wir hier den Dollarindex jetzt an einer sehr wichtigen Marke. Diese Marke hat, haben wir 2017 mal erreicht. Die hatten wir im Jahr 2006 kurz vor Ausbruch der Finanzkrise gesehen. Dann ging es weiter runter für den Dollar. Dann allerdings die steile Erholung im Gefolge der Finanzkrise, als alle Dollars brauchten und der Dollar massiv aufwertete. Dann kam wieder die Erholung der Märkte, dann weniger Dollarbedarf, es ging wieder runter. Und dann der Anstieg. Also jetzt sind wir an einem neuralgischen Punkt. Wir sehen heute, dass der Dollar sich etwas erholen kann. Möglicherweise auch wieder durch die Hilfe von China. Denn wir sehen, dass der Yuan im Handel zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 3 Jahren gefallen ist. Und es gibt die eine oder andere Mitteilung, das ist nicht offiziell, dass Chinas Banken angewiesen wurden, Dollars zu kaufen, um eine weitere Aufwertung des Yuan zu verhindern. Natürlich um einen zu starken Yuan zu verhindern, der dann exportschädigend sein könnte. Kommen wir nochmal in die USA, kommen wir nochmal zu diesem Thema Erholung. Wie schaut es da aus? Inflation, wie schaut es da aus? Wir sehen, dass die Manufacturer, also das produzierende Gewerbe, die haben eine massive Shortage an Skilled Labor, also an qualifizierten Arbeitskräften, und zwar so stark wie noch nie, wie jetzt der Richmond Fed Manufacturing Availability of Skills Needed Index zeigt. Das ist eine Subkategorie dieses sogenannten Richmond Fed Manufacturing Index. Wir haben Chicago praktisch Einkaufsmanager Index. Das ist alles diese verschiedenen Fed-Distrikte, die haben sehr, sehr viele Daten aus der Region erhoben. Dazu eben einer davon ist dieser Richmond Fed Manufacturing Index. Also wir sehen, es gibt einen massiven Mangel an Skilled Workers, an qualifizierten Arbeitern. Und die Politik sagt, ja, wir müssen diese Manufacturing Jobs wiederbringen. Aber die sind schon da, die Jobs, es fehlen nur die Leute, die sie ausfüllen können. Das ist eine Treppenwitz der Geschichte. Und insgesamt sehen wir jetzt wahrscheinlich so eine Pent-up-Demand, wie die Amerikaner das nennen. Also ein Überschießen, kurzfristiges Überschießen der Nachfrage. Hier hat Wells Fargo mal ein paar Sektoren genannt, die wahrscheinlich in den nächsten 9 Monaten so viel Umsatz erzielen werden, wo so viel passieren wird wie sonst in 4,5 Jahren. Und das sind zum Beispiel Food Services, Transportation Services, ist also Transport, Nahrung, verschiedene andere Sektoren, die also hier richtig explodieren dürften. Die Frage ist, was kommt hinterher? Kann diese Nachfrage anhalten? Wird die Preisanhebung dauerhaft sein? Werden die Löhne steigen? Wir sehen, dass jetzt die Rohstoffe angeschossen werden, offenkundig. Wenn die sinken, würden auch die Inputkosten für die Unternehmen sinken oder werden die ausgeglichen, weil die Arbeitnehmer sagen, unsere Lebenshaltungskosten, die steigen deutlich, da brauchen wir Kompensation, höhere Löhne.
Das würde dann eben diese Inflation dauerhaft machen und das Mantra zerstören, das wir von vielen Fed-Speakern in den letzten Tagen wieder gehört haben, dass diese Inflation transitory oder temporary ist, also nicht dauerhaft ist, sondern nur kurzfristig ist. Das sind die entscheidenden Fragen. Am Freitag bekommen wir die PCE-Verbraucherpreise, nächste Woche die US-Arbeitsmarktdaten. Hoffentlich kommt ein bisschen mehr Schwung in diese Geschichte. Jedenfalls ist das ein Geburtstag des Dow Jones, der 125., der so ein bisschen, langweilig ausfällt, wenn man ehrlich ist. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sag Servus und Ciao.